Ja, mobilisierende Musik. Ich wollte nochmal auf eine Sache hinweisen. Ich werde dieses Jahr auch für den Bundestag kandidieren. Für die Violetten. Die Violetten haben Raumenergie als ihr Energieprogramm sozusagen mit aufgeführt. Das hat mir eigentlich schon gereicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Wer mich da unterstützen möchte mit einer Unterschrift, ich brauche 200 Unterschriften, dass ich da kandidieren kann, der hat eine Liste, die kann man ausfüllen, wer mag. Genau, ansonsten. Also mein, Entschuldigung, das muss per Papier sein oder geht es auch im Internet? Das muss schon eine Originalunterschrift sein. Du kannst auch schon elektronisch auch eine Unterschrift. Gut. Mein Thema, zu meiner Person soll ich noch was sagen oder kennt man mich? Ich glaube, das passt soweit. Ja, in meinem Leben habe ich eigentlich mich mit recht wenig zufrieden gegeben, was mir an Erklärungsmodellen geliefert wurde. Sei es von Glaubenssystemen, von Gesellschaftssystemen oder auch was der Mensch an sich überhaupt ist. Und ich habe angefangen, Bio zu studieren und dann auf Orientalistik gewechselt und habe in jedem Feld, womit ich mich beschäftigt habe, eigentlich immer versucht, die Dinge in ihrem Grund zu erfassen. Dinge so zu verstehen, dass man wirklich von der Basis aus sich eine vernünftige und auch fühlbar wirkliche Wahrheit mitbekommt. Und da habe ich mich mit den persischen Riten und Kulturen beschäftigt und bin da auf die Zeremonialgetränke gekommen. Die gibt es in jeder Kultur. Faszinierend war das immer im Asterix von Obelix-Heftchen, wenn der Miraculix seinen Zaubertrank zubereitet hat. Da fand ich immer so, sowas müsste man eigentlich haben, so nur in der Tasche. Und wenn es notwendig ist, dann man schluckt trinken und dann kann man die Römer mal zur Seite schieben. Dieses Phänomen hat mich eigentlich schon von Kindheit an fasziniert und im Zuge des Studiums ist dann eigentlich mehr per Zufall durch den Kommilitonen da eigentlich dieses Thema entstanden. Ein Freund, der Ethnologe und Religionswissenschaftler war und er hat sein Abschlussthema über den Einfluss von psychoaktiven Pflanzen in religiösen Ritualen behandelt. Und ich hatte in der Zeit eben mich mit dem persischen Ritualgetränk da befasst und hatte mich dazu eingeladen zu seinem Abschlusskolloquium. Und wir haben dann eigentlich gemeinsam das Thema behandelt und der Professor war begeistert, was wir da rausgefunden haben oder wie wir das dargestellt haben. Und daraus hat sich dann der Vortrag entwickelt. Das Ganze habe ich dann erweitert sozusagen, den wissenschaftlichen Teil hin zu meinem Weltbild. Was sind die Faktoren des menschlichen Bewusstseins? Wie funktioniert unser Hormonhaushalt, unsere Biochemie? Dass wir einfach diese Sichtweisen haben, dass es einen Himmel und Erde gibt, unsere religiösen Vorstellungen, unser Blickfeld, wie wir was aufnehmen, wie wir was wahrnehmen und welche Einflüsse es gibt, welche äußeren Einflüsse es gibt und welche inneren Einflüsse wir selber generieren können, mit beeinflussen können. Ja. Wenn man sich das Wort Entheogene nochmal anschaut, das ist eigentlich der wissenschaftliche Begriff für Drogen oder psychoaktive Substanzen. Da steht Theos mit dran und die Gene, das EN für Endokrin, also innen. Das heißt, die Frage nach dem, ob wir den Gott, den wir eigentlich in unserem System, in unserem religiösen System haben, nicht in uns selber tragen. Und der Frage gehen wir heute nach. Der Gebrauch von psychoaktiven Substanzen ist in jeder Kultur bekannt und schon über tausende von Jahren alt. In jeder Gesellschaft wird es anders gehandhabt. Meist ist es eben den Schamanen vorbehalten gewesen, die damit ihre Jenseitsreisen gemacht haben, Zugang hatten zu anderen Dimensionen, zu Welten und dort eben das Wissen transportiert haben für ihre Gemeinschaft. Da verantwortlich waren, dass es der gut geht. Das war eine Wissensandockstation. In früheren
europäischen Umfeld waren psychoaktive Substanzen völlig anders gehandhabt wie heutzutage. Beispielsweise die Coca-Cola, die hat schon im Namen das Kokain mit drin. Das war tatsächlich mal ein Bestandteil. Oder auch so die berüchtigten Opiumhöhlen der Reichen und Schönen in den europäischen Gesellschaften, die dort durch den Opiumhandel über China eigentlich in eine neue Welt gekommen sind. Das hat sich sehr stark auf die Kulturszene ausgewirkt. Kunst, Musik, das sind die Psychedelics, die dann in den 68ern nochmal einen Aufschwung genommen haben. Da wurde früher ganz anders mit umgegangen. Und Henry Ford zum Beispiel war die Ursache, wieso Hanf in die Illegalität gerutscht ist. Er wollte nämlich Autos aus Hanf bauen und da das eigentlich der Metallindustrie nicht gepasst hat, hat er quasi umgesattelt und Hanf war dann verboten. Diese Personen sind eigentlich die Hauptakteure, die diese psychoaktiven Substanzen aus der Drogenwelt, aus dem sozusagen Untergrund hin in die Wissenschaft mit reingebracht haben. Das ist Aldous Huxley, der in seinen Büchern mit Schöne neue Welt zum Beispiel das Soma thematisiert hat, das Soma, was man aus dem Indischen kennt. Das war dann in seinen Werken oftmals die Droge der Elite, die in einer neuen Weltordnung quasi nur denen vorbehalten ist, die einen gewissen Status haben. Und allen anderen ist diese Soma strengstens verboten. Und das ist heutzutage im Endeffekt nichts anderes. Wir haben es tatsächlich, dass es eben Substanzen gibt, die erstmal legal sind und dann illegal, also da gibt es eine Unterteilung. Und dann gibt es dennoch gewisse Substanzen, die überhaupt nicht erwähnt werden, weil sie nur in elitären Kreisen genutzt werden. Und im Endeffekt kann ich sagen, die legalen Substanzen sind eher destruktiv schädigend, niedrig haltend. Die illegalen, wie so oft alles, hat einen gewissen Nutzen für oder wieder die Machtstrukturen. Da kann man von ausgehen, dass da eben ein großes Potenzial ist, die auch im positiven Sinne zu nutzen. Das ist nur ganz allgemein. In der Mitte Timothy Leary, ein Harvard-Professor, Psychologe, der hat im Zuge der Erfindung von Alois Hoffmann, der das LSD synthetisiert hat, hat Timothy Leary ganz universitäre Studien geführt, seinen Studenten das verabreicht, dann gewisse Reihen ausgewertet. Und das ganze Thema LSD, also die Synthetisierung von dem Ergolin, also vom Mutterkornpilz, quasi in die Wissenschaft gebracht. Und ein wichtiger Protagonist ist auch noch Gordon Wasson. Er ist Mykoethnologe, das heißt, er hat sich sehr intensiv mit Pilzen und deren psychoaktiven Substanzen befasst und hat eigentlich den ganzen Schamanenkult weltweit mal aufbereitet und Nachforschung betrieben. Was den psychoaktiven Substanzen allen gemeint sind die Alkaloide. Die Alkaloide ist eine chemische Stoffgruppe. Arabisches Wort bedeutet Pflanzenasche. Und das Besondere an den Alkaloiden ist der Benzolring, der sozusagen ausschlaggebend ist für spezielle Wirkung. Das ist eine Auflistung von den verschiedenen Pflanzen, die man eigentlich am ehesten kennt. Also ja, ich zähle das jetzt nicht noch extra auf. Im Endeffekt, im Zusammenhang mit Kulten, mit Religionen und mit Zeremonien, kann man feststellen, dass alle Pflanzen, die in irgendeiner Form in einem sakralen Zusammenhang erwähnt werden, dass die solche Alkaloide in sich tragen. Und das sind eben die Stoffe, die in uns eine Bewusstseinserweiterung verursachen. Und unterteilen kann man die unerogene Stoffe von den Alkaloiden. Das ist eine spezielle Stoffgruppe, die auf unser Traumbewusstsein Einfluss nimmt. Und dazu gehören eben hauptsächlich das Harmalin. Das ist auch ein Mauhämmer, Beta-Carbolin. Und das DMT. Das DMT ist die Abkürzung für Dimethyltryptamin. Das Tryptamin haben wir
in unserer Zirbeldrüse. Die wird dort produziert. Dieses Besondere an diesem DMT, diesem Tryptamin, ist, dass es der einzige psychoaktive Stoff ist, den wir selber produzieren. Das heißt, es kann keine körperliche oder psychische Abhängigkeit entstehen, weil wir das selber in uns tragen. Das ist der Stoff, der uns in den Traum führt. Sobald wir die Augen zumachen, kein Lichteinfall, es wird der Nachthormonhaushalt angeworfen, die Zirbeldrüse wird aktiv und dann Melatonin, Serotonin, Tryptamin werden ausgeschüttet und dann bekommen wir ein anderes Bewusstsein, das Traumbewusstsein. Die meisten angeborenen Stämme sagen, das Traumbewusstsein ist unsere Realität und das Wachbewusstsein ist unser Schlaf. Und wenn wir sterben, dann fangen wir an zu leben. Und wenn wir leben, sind wir eigentlich unwissend und tot. Also eigentlich verkehrte Welt. Das Besondere daran ist quasi, dass ich über verschiedene Umstände hier auf dieses DMT gestoßen bin, wo sich dann ein großer Kreis geschlossen hat, den ich heute auch begehe. Pflanzen an sich in religiösen Zusammenhang sind bei den Sumerern schon ein sehr wichtiges Merkmal. Für eine, hier beispielsweise für eine Zeremonie, wo ein König von einer Gottheit oder einem Genie in das Amt eingeführt wird. Das heißt, wenn ein König in sein Amt in die Macht gesetzt wird, um über die Menschen, über dieses Volk zu regieren, bekommt er Insignien. Das ist dann meistens verschiedene Symbole. Und die Pflanze hier beispielsweise im Mittelpunkt, zentrale Element, das zeigt einfach die enorme Wichtigkeit für diese Thematik hier an sich und ist dementsprechend auch zu bewerten. Also wir haben hier quasi ein Palmwedel, eine Symmetrieachse, eine Spiegelung und wir sehen hier, das ist der König mit der Pickelhaube, hier oben der Gott, die Gottheit und das ist eine Genie, das ist der Ursprung der Engelfigur, die Flügel und der hält hier einen Zapfen, die Biologen haben festgestellt, das ist ein Pinienzapfen, an den Hinterkopf der Gottheit und hat hier auch noch ein kleines Handtäschchen dabei. Da wird beschrieben, dass hier der Samen dieser Pinienzapfen beinhaltet ist. Die Szene können wir uns einfach mal so im Kopf behalten. Dann gibt es in den alten Beschreibungen, also aus der Bibel beispielsweise, kennt man ja die Beschreibung vom Baum der Erkenntnis, Paradies, Apfel, der den Menschen verboten ist, der Adam und Eva verboten war. In den Vorkulturen zu diesem Alten Testament gibt es Abbildungen wie die hier, da sind auch Bäume. Das hier, sagt man, sei die sumerische Darstellung des Paradies-Sündenfalls. Also da haben wir ein Schlangenwesen, ein weibliches Wesen, ein Baum und ein geraumtes Wesen. Und hier sieht man aber, der Baum ist jetzt nicht beblättert, sondern hat Zapfen und ist höchstwahrscheinlich mit Nadeln. In der Version hier auch wieder ganz klar Zapfen. Und hier haben diese Genien auch noch gar nicht den Zapfen in der Hand, was dann später der Fall ist. Das heißt, man kann von den Flügen ausgehen. Und was wir hier sehen, ist eigentlich die älteste Darstellung eines Granatapfels mit dieser typischen Granatapfelform, was dann ja auch zum Reichsapfel symbolisch geworden ist, also das Machtsymbol neben mehreren. Und in der Variante sehen wir hier den Granatapfelzweig plus Pinienbaum in Kombination. Das heißt, das hängt irgendwie miteinander zusammen. Es gibt in den alten Darstellungen bis zu 5 verschiedene Baumvarianten. Einmal die Palme, Nadelbaum, Granatapfel und dann nochmal Variationen. Aus der Bibel kennen wir 2 Bäume. Ich möchte es kurz. Immer die Bibel dabei. Da gibt es nämlich, also die Bibel ist im Endeffekt für mich ein Drehbuch. Ein Drehbuch, wie sich welche ausgedacht haben, wie es ablaufen soll, was sein darf und wie man das Ganze handhaben.
Und wenn man das Drehbuch kennt und weiß, wer da der Autor ist, dann, was das ja schon sagt, Bibel, Bibliothek des L, wer ist L, da kann man ganz schön zwischen den Zeilen lesen, denn es steht alles drin für denjenigen, der das lesen kann oder soll. Und da heißt es in der Schöpfung, das Paradies. Dann pflanzte Gott der Herr einen Garten in Eden gegen Osten und setzte den Menschen da rein, den er gebildet hatte. Und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde wachsen, lieblich anzusehen, gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und dann geht die Geschichte weiter, noch 5 Ströme. Und dann heißt es weiter. Die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zum Weibe, Gott hatte wohl gar gesagt, ihr dürft von keinem Baume des Gartens essen. Da sprach das Weib zur Schlange, wir dürfen essen von den Früchten der Bäume im Garten, nur von den Früchten des Baumes mitten im Garten. Hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe, mitnichten werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass sobald ihr davon esset, euch die Augen aufgehen werden und ihr von Gott sein und wissen werdet, was gut und böse ist. Gut und böse ist die Dualität, das ist die Polarität der Materie. Die gilt es anscheinend, die Erkenntnis darüber, wie die Materie funktioniert, zu verschleiern. Ja, und dann ist weiter. Das heißt, wir haben 2 Bäume. Baum der Erkenntnis, des Guten und des Bösen und den Baum des Lebens. In den apokryphen Schriften, also in denen, die nicht in die Bibelkanon aufgenommen wurden, da gibt es tatsächlich bis zu 5 verschiedene Bäume, die da benannt werden. Also so wie auch die Darstellung bei den Symbolen. Und wir sehen, der Gott sagt, ihr dürft nicht davon essen, sonst sterbet ihr. Die Schlange sagt, esst davon, dann werdet ihr wie Gott. Eva isst davon und als Ergebnis erkennt sie ihre Nacktheit, ihre Scham. Das heißt, weder der Gott hatte recht, sie ist nicht gestorben, noch die Schlange, sie ist nicht geworden wie Gott, sondern sie wurde rausgeschmissen aus dem Paradies von diesem Gott, wer auch immer das sein soll in dieser Bibelvariante. Das kann man mal festhalten. 2 Bäume und jeder versucht seine Macht anhand der Situation zu verteidigen und zu leben. Dieser Kieferzapfen oder Pinienzapfen hat eine Entsprechung in unserem Organ. Also im Endeffekt, jede Pflanze hat ihre Wirkung im heilerischen Bereich. Und da gilt auch die Entsprechung, die Form der Pflanze entspricht auch immer der Form des Wirkungsortes. Das heißt, drehendes Herz ist beispielsweise für Herzbeschwerden. Oder also diese Äquivalenz von Form zu Organ findet man auch eben hier bei den Pinienzapfen. Englisch Pineal Gland, Zirbeldrüse, Epiphyse, das ist unsere. Hier ein klein, das ist unser Zapfen in unserem Kopf, der sozusagen symbolisch diesen Zapfen des Paradieses darstellt. In der Form sehen wir auch nochmal diese Figur hier. Diese Figur ist auch eine Gottheit, die direkt mit diesem Baumthematik zu tun hat. Und wenn wir uns anschauen, wie die Religion, vor allem die römisch-katholische Kirche, mit diesem Thema umgegangen ist, wie man den Pinienzapfen, das unsere Erkenntnisdrüse sozusagen ist, unsere Traumdrüse, mit in ihre Leben mit einbezieht, dann findet man eben im Papststab beispielsweise diesen Pinienzapfen als ein Bindeglied vom Stab zum Kruzifix oder auch auf dem Vatikan eine riesengroße Pinie. Als Statue, da darf man sich ruhig fragen,
wer hat sich das ausgedacht und warum? Also das kommt ja nicht zufällig irgendwas auf dem Vatikanplatz, weil es irgendwie jetzt gerade in ist, und, sondern da macht man sich ja Gedanken. Und der Gedanke dabei ist eigentlich recht klar. Die Bedeutung dieses Pilienzapfens hat eine sehr starke Auswirkung auf unser Glaubenswelt, auf unser Glaubenssystem. Und für die Insider ist es dann klar, ja, die wissen Bescheid und wir symbolisieren das so. Und im Endeffekt, diese Halluzinogenen, die dort mit beinhaltet sind, ist ein Grundstein der Religion. Also was bei der römisch-katholischen Kirche übrig geblieben ist, ist der Messwein und der Weihrauch. Der Wein wurde immer angereichert mit weiteren Pflanzen. Das heißt, dieser Zugang zur höheren Welt, zur Spiritualität oder auch zu dieser Gotteserfahrung oder Christuserfahrung war immer gekoppelt an Zeremonialgetränken und Utensilien. Hier findet man auch nochmal eine Pilzform. Das heißt, Pilze sind weltweit auch bekannt für ihre psychoaktiven Wirkungen. Und in dieser Version, das ist eine persische Abbildung, sehen wir zwei Priester, die halten eine Schale in der Hand. Und hier haben wir das Symbol für den Granatapfel. Das heißt, es ist ein Trinken, es ist eine Flüssigkeit, die dort in dieser Zeremonie genutzt wird. Wenn wir uns verschiedene Kulturen anschauen, dann finden wir immer wieder solche großen Zeremonien, die direkt mit psychoaktiven Substanzen in Zusammenhang stehen. Zum Beispiel in Griechenland, im Tempel von Eleusis, dem Zeremonienkult, da wurde die ganze Nacht lang mit über 200 Personen ein Gebräu zu sich genommen. Die sind alle in den Tempel reingegangen, haben die Türen zugemacht und erst am Morgen wurde wieder geöffnet. Und wenn man da einfach schaut, welche Funde man hat, welche Symbolik, dann findet man eben zu diesem Eleusis-Kult eine Göttin mit Ähren und auch mit Blumen. Und da ist auch noch ein Krug. Das heißt, wir haben hier so ein florales Muster und auch der Weizen. Also der Weizen und der Granatapfel sind die ältesten Pflanzen, die überhaupt dargestellt wurden. Und meines Erachtens ist das Bier, was von den Sumerern schon gebraut wurde, auch als nicht alkoholische Version, hängt stark mit dem Mutterkornpilz zusammen, der das Ergolin in sich trägt, also das, was dann das LSD ist, das synthetisch ist. Und das Bier wurde eben ganz bewusst mit diesem Mutterkornpilz auch gebraut. Das war übrigens auch der Grund, wieso das deutsche Reinheitsgebot für das Bier eingeführt wurde, dass da eben nicht das weitere Substanzen dazukommen. Also in dieser Version kann man von ausgehen, Mutterkornpilz plus eine weitere Pflanze, könnte auch der Pilz sein. Also im Mutterkornpilz ist jetzt Ergolin. Und wenn man jetzt noch beispielsweise von der Pflanze hatte, das Johanniskraut nehmen würde, dann hätte man eine Kombination. Das Johanniskraut ist an sich schon antidepressiver, sehr stimulierend. Und es wäre eine Kombination, die Sinn machen würde für die Wirkweise. Andere Varianten sind quasi Blaukopf- oder Kahlkopfpilz, wo das Psilocybin drin ist, oder auch Raupen, verschiedene. Aus diesem Gefäß wurde dann getrunken, das Kybalion. Da gab es dann, ich glaube, 9 Einzelbecherchen, die dann umgereicht wurden. Das ist ein Kult, wo man das sehr genau nachvollzogen hat, dass eben ein religiöser Kult eben auf psychoaktiven Gebrauch sehr ausgelegt war. Ohne den ging es nicht. Die persische Kultur ist das Symbol von Ahura Mazda, dem guten Gott. Also die Perser haben eine eigene Religion. Das ist die des Zarathustra, die ist schon 3000 Jahre alt, circa. Und da gibt es eine starke Unterscheidung zwischen Guten und Bösen. Der Dualismus ist dort erstmals in die Welt gebracht worden. Und die Begriffe von Paradies, Himmel und Hölle, Engel und Teufel sind da geprägt worden. Das ist so
zum Beispiel jetzt die altpersische Sprache noch in Keilschrift, Paradaisa ist altpersisch und bedeutet Paradies. Da sieht man auch schön die Verwandtschaft von den Worten und der Sprachfamilie, der indoarischen Sprachfamilie. Beispielsweise die Droge ist auf altpersisch, heißt es Drutsch. Drutsch, neupersisch Duruch, bedeutet die Lüge. Ja? Und die Lüge ist quasi dann als Drutsch aus dem Altpersischen ins Englische als Drug oder auch ins Deutsche als Trug beeinflussen. Und da ist eben die Unterscheidung zu machen, was ist Wahrheit und was ist Lug und Trug. Wer definiert diese Worte und für welchen Zweck? Also im Endeffekt, klar, die Drogen führen einen sehr oft hinters Licht. Paradies im Altgriechischen ist para, neben, vias, altgriechisch für Zeus. Also wer jenseits der Polarität ist, also zurück in der Einheit, wäre im Olymp, im Reich der Archetypen, wäre im Paradies. Ja. Ja, die Griechen haben ja eine große Rolle gespielt bei den Fernsehen. Ja, das ist das Symbol von Ahura Mazda, das ist der gute Gott, dem gegenüber steht Ahriman, der böse Gott. Das ist eine Dualität, die beiden Prinzipien bedingen sich. Die stehen nicht opposit zueinander, sondern jeder Mensch trägt es auch in sich. Und nach der Lehre soll der Mensch sich eben entscheiden für die eine oder die andere Seite. Und die Zoroastrier haben sich für die positive, für die Ahura Mazda-Seite entschieden und leben die drei Prinzipien gutes Denken, gutes Reden und gutes Handeln. In diesem Kult oder in dieser Religion gibt es einen Zeremonialkult des Getränkes namens Haoma. Das ist eigentlich das Äquivalent zum Soma aus dem Indischen. Und da ist, das ist so eine moderne Ikone. Also in dieser Haoma-Kult wird bei jeder Gelegenheit, die wichtig ist für das Staatsvolk, auch für den König oder für die religiöse Zeremonien, das Getränk zu sich genommen. Und ich habe mich daran gemacht, sozusagen zu schauen, was sind da die Inhaltsstoffe, welche Pflanzen, welche Substanzen, wie wirkt es. Und ja, darauf haben sich, hat sich unsere gesamte Gesellschaft aufgebaut. Also aus solchen Getränken sind ganze Großreiche entstanden, sind Glaubenswelten entstanden, unsere Vorstellungen von der geistigen Welt, von unserem Dasein sind da geprägt worden, also mit Drogen. Und es gibt die Religion heutzutage noch und da wird das Getränk auch noch gebraut. Und eine Pflanze, die ist eben die Meerkolbe, da wird das, der Wirkstoff Ephedra draus gewonnen, das Ephedrin. Und diese neue Zubereitung ist aber nicht dieselbe, die in den Schriften von früher erwähnt wird. Und ich habe mich an die Schriften und an die Zeugnisse von alten Kulturen gemacht. Dieses Ephedra ist höchstwahrscheinlich auch das, der Inhaltsstoff von einem Soma-Getränk aus dem heutigen indischen Kult oder auch dem früheren indischen Kult. Wird übrigens auch aufgrund seiner Wirkung die Müdigkeit nimmt. Also ich glaube, jetzt könnte man jedem gut Ephedra verabreißen, aber auch den Harndrang stoppt, wird es sehr gerne im Militär genutzt. Also vor allem die Kampfpiloten, die lange sitzen und fliegen müssen. Da kriegen sowieso ganze Cocktails, aber das ist immer noch der Hauptwirkstoff. In den alten Schriften wird es nicht erwähnt, da gibt es eine andere Zusammensetzung. Dann haben wir hier das Beganum Harmala, das ist die Steppenhaute. Die Steppenhaute hat einen Wirkstoffbeta Carbolin Alkaloid, das ist ein Mauhämmer. MAO ist die Abkürzung für Monoaminooxidase. Das ist ein Enzym in unserem Magen, das eigentlich ja, spaltet, organisches Material. Und ein Hämmer dazu ist quasi, dass das Enzym gestoppt wird von seiner Arbeit. Das ist, war für mich sehr interessant, weil ich bin nämlich auf das südamerikanische, auf den Kult des Ayahuasca-Getränkes gestoßen. Und habe da festgestellt, dass es da eine Kombination gibt von diesem Mauhämmer und einem weiteren Wirkstoff, dem DMT, also dem Dimethyltryptamin.
Und dass die Kombination von diesen beiden Wirkstoffen eben die Wirkung verursacht, dass der erst das Enzym gestoppt wird und dann der Wirkstoff des Glutamin durch den Magen in die Blutbahn in unser Kopf steigen kann und dort seine Wirkung entfaltet. Und diese Kombination habe ich dann quasi in Form der Steppenraute wieder in den Persischen gefunden. Das heißt, hier haben wir schon mal den Mauhämmer. Und die Zutat von dem Getränk, also die beschrieben sind, ist eigentlich, also diese Pilanumamala, die Steppenraute, das ist heutzutage immer noch in jedem guten Haushalt im Iran zu finden. Das ist ein Räuchermittel, das ist auch ein ganz starkes Antidepressivum, das wird für jede Gelegenheit genutzt. Und Urin vom weißen Stier ist da auch mit drin und auch Ziegenmilch und dann noch weitere Pflanzen. Und ich habe mich dann quasi dran gemacht und geschaut, okay, wir haben hier den Mauhämmer, jetzt müssten wir noch eine Pflanze finden, die auf die Texte passt, auf die Beschreibung passt und vielleicht ein Tryptamin als Inhaltsstoff hat. Und das hat dann, solche Tafeln haben dazu geführt, dass ich da weiter mich recherchiert habe. Da gibt es nämlich die Szene, dass die Gottheit dem König bei der Inthronisierung den Ring der Macht übergibt, wie man es aus Mittelerde kennt, und das Barsumbündel. Das Barsumbündel wird nämlich bei den Zeremonialgetränken auch erwähnt. Das ist auch eine Zutat, bloß kein Mensch wusste, was ist dieses Barsumbündel. Man hat es aus den Abbildungen gewusst, okay, das ist sehr wichtig, das übergibt die Gottheit dem König in der Szene der Inthronisierung, aber was es jetzt ist, konnte man nicht sagen. Aus den Texten und den Quellen habe ich dann irgendwie recherchiert und dann quasi mich fokussiert, okay, wenn dieses Basenbündel auch eine Zutat ist, dann könnte das doch der DMT-Träger sein. Da habe ich geguckt, welche Pflanze passt dazu von den Themen, von den Beschreibungen und hat DMT als Inhaltsstoff. Also hier sieht man noch eine weitere Abbildung des Basenbündels. Oder hier auch einen persischen Priester, ein zoroastrischer Priester, der auf Persisch sagt, man nennt man das Magush. Magush ist quasi die Ableitung aus dem Wort Magie dann geworden ist, oder der Magier. Das ist also ein zoroastrischer Priester, war auch einer der drei Könige, der zu dem heiligen Kindlein gegangen ist. Auf jeden Fall, das Basenbündel war mein Fokus, das wollte ich herausfinden. Und dann habe ich eben als erstes das Schilfrohr in Betracht gezogen. Das Schilfrohr kommt sowohl in den Jasnas, also das sind die zoroastrischen heiligen Schriften, vor. Da wird beschrieben, dass es in Flusstälern kommt, Sand, das ist schon hochwachsend für eine Bedeutung. Und auch im Indischen von Soma-Äquivalent, das ist in Rigveda, also da wird der Gott Indra beschrieben. Indra ist süchtig nach dem Soma, er lebt davon und wird dadurch unsterblich. Da wird auch beschrieben, dass es eben in Flussnähe ist. Das DMT ist tatsächlich im Schilfrohr vorhanden, in einem hohen Ausmaß. Und das könnte man auch schön zum Bündel schnüren. Das wäre eigentlich wäre sinnvoll, vor allem auch da das Rohr eine sehr mystische Variante hat in der persischen Lyrik, auch gerade die Rohrflöte, also das ist die Sprache der Seele, das ist, hätte alles wunderbar gepasst. Bloß muss ich da feststellen, das DMT kommt nur im Wurzelwerk vor und nicht in den überirdisch wachsenden Teilen. Das heißt, so ein Bündel mit Schilfrohren hätte eigentlich nichts genutzt in der Wirkung. Aber es ist bekannt aus dem Sumerischen zum Beispiel oder auch aus dem Ägyptischen, dass das Schilfrohr geschnüffelt oder geraucht wurde und da eben das DMT direkt inhaliert. In der modernen Variante ist dieses Basenbündel sind es nur noch Silberdrähte, die einfach das symbolisieren, aber die werden nicht mehr weiter behandelt. Ja, letztendlich habe ich festgestellt, dass das tatsächlich der Granatapfel sein muss, denn auf den Granatapfel passt es genauso, der wächst auch nur, wo es Wasser gibt. Und in Bündeln zusammengeschnitten macht es genauso Sinn, weil der Granatapfel hat einen sehr hohen Anteil an DMT in allen verholzten Teilen
Das heißt, sowohl im Wurzelwerk als auch in der Rinde, in dem Apfel selber, leben in der Form weniger. Aber wenn man der quasi Rinde draus gemacht hat, hat es gepasst und für mich war das dann klar, das ist der nicht umsonst der Paradiesapfel, das ist der unser DMT-Träger. Ja, und dann habe ich das eben weiterverfolgt und in den persischen Hofkulten, da gibt es auch viele Variationen von Narkotika, von psychoaktiven Substanzen. Vielleicht kann man die Tür ein bisschen aufmachen. Also eine persische Festivität, eine Feier, lief immer so ab, dass man zuerst jagen geht, dann das Erlegte dann zubereitet und dann mit Wein, mit Gesang, Tanz, mit verschiedenen Narkotikas oder genannten Bangen und Mangkugeln, da wurde dann Haschisch, Opium, alles Mögliche angeboten. Und dazu gab es noch eine Bilderausstellung, eine Vernissage sozusagen. Die hat dazu gehört. Und das waren solche Miniaturmalereien. Und da hat eine türkische Professorin festgestellt, die Synästhesistin war, sie hat also ihre Sinnesorgane sind anders funktioniert, sie hat Farben gerochen oder geschmeckt und Zahlen als Farbe gesehen, so dieses Phänomen. Und sie hat eben in solchen Miniaturmalereien Dinge entdeckt, die man mit normalen Sinnesorganen nicht feststellen kann. Und was da eben vorhanden ist und wieso dann auch solch eine Miniatur bei einem Fest mit drin ist, wo man eigentlich sich berauscht und dann mit einem anderen Bewusstsein da die ganzen Dinge anschaut, wird hier deutlich, die Naturwesen, die erweiterte Wahrnehmung von unserer stofflichen Welt, die ist in solchen Bildern mit integriert und hat dann quasi zu dem Spiel oder dem Vergnügen geführt, das finden wir die 10 Fehler oder die 10 Naturwesen. Also eine Vergrößerung, wer entdeckt schon welche? 5, 2, 3. Ja, genau. Das sind hier so quasi dieses Gesicht, was ihr nach oben schaut. Oder auch hier so ein Gesicht. Oder auch das Pferd, was da irgendwie ganz markant hier runter guckt. Vielleicht auch das Schaf. Ja, links, unterhalb, links unterhalb von dem Kopf. Schaut. Ja. Die Gesichter haben dem Pferd den Kopf verdreht. Genau. Ja, und diese Welt der Elementarwesen, der feinstofflichen Ebenen, der Naturgeister, der Dschinn, der Dämonen, das ist alles ein Bestandteil der erlebten Welt gewesen. Da ist man eben noch nicht so sehr abgeschnitten von den tatsächlichen Welten oder den inneren Welten. Und das war eben auch ein Vergnügen. Ja, die Kirche hat auch immer wieder ganz klar gemacht, dass sie genau Bescheid weiß, was da mit dem Baum der Kenntnis da auf sich hat. Beispielsweise sind ganz oft auch Pilze, Mycelien mit eingebunden in die Paradiesszene. Das heißt, da wird eben mit der Unterbindung des Wissens eigentlich da wieder Macht ausgespielt. Hier würde ich normalerweise eine Pause machen, aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Ja, bitte. Hubert. Wenn ich noch Pause mache, könnte ich, wäre ich mir dankbar, weil ich muss noch melken. Okay. Ab zufällig hochendlich. Ja, ja. Wenn es möglich ist. Wie meinst du denn? Weil ich da mit zusammenräumen muss, weißt du, ja. Das wird stören. Sonst kannst du es weitermachen. Sonst machst du einfach. Weil es nicht stört. Nee, stimmt. Unsere Anatomie, das menschliche Gehirn, da haben wir hauptsächlich den Hypothalamus, der unseren Hormonhaushalt für unser Tagesbewusstsein beeinflusst oder verantwortlich ist. Und die Epiphyse, die unser Nachthormonhaushalt regelt. Und die Epiphyse ist eben ein Organ, das sich im Laufe der Geschichte von 6 cm auf 6 mm reduziert hat. Das heißt, unser Potenzial in die Traumwelt einzusetzen. Steigen ist ständig gesunken. Welche Ursachen das hat, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber die Manipulation und Kontrolle des menschlichen Daseins ist eben das große Thema seit Menschengedenken.
Zirbeldrüse wird von René Descartes beispielsweise als Sitz der Seele bezeichnet. Das ist sozusagen unser verfestigtes Organ unseres dritten Auges, unseres Stirnchakras. Das hängt dann auch direkt mit dem Sehnerv zusammen, das ist gekoppelt daran, sodass wenn wir eben die Augen zumachen, dass dort die Hormonausschüttung beginnt. Das hängt dann auch wieder mit den religiösen Kulten zusammen, dass man eben im Islam zum Beispiel vor dem Sonnenaufgang betet oder nach dem Sonnenuntergang oder auch beim Meditieren gerne mit geschlossenen Augen, dass da eben die Produktion von Tryptamin und Melatonin anfängt. Das hat man auch schon früh festgestellt, die Verbindung von den Augen zur Füße. Interessant, auch bei dem Kornkreis, der dazu aufgetaucht ist, interessant eben auch, dass bei dem Melatonin, was hier im Kornkreis dargestellt ist, haben wir eben auch dieses die hexagonale Struktur des Benzolrings, was wir an den Alkaloiden festgestellt haben, dass es immer das Spezifische ist. Da muss man zu sagen, dass diese Hexagonalstruktur interessanterweise in der Astrophysik genau dieselbe Qualität hat wie im Mikrokosmos quasi in unserem Molekül, in unserem Bewusstseinsmolekül. Das heißt, eine Hexagonalstruktur, das hat Peter Peirce auch so die mathematische den Beweis geführt, dass es tatsächlich so ist. In der Astrophysik ist ein Wurmloch, ein Dimensionstor von Raum und Zeit, das hat immer eine Hexagonalstruktur als Grund. Also da gab es auch interessante Aufnahmen vom Saturn beispielsweise mit solch einer Formation. Und wenn man dieses Prinzip des Dimensionssprungs quasi von dem Makrokosmos auf den Mikrokosmos übersetzt, dann ist das genau der Benzolring in unseren Hormonen, der uns quasi ermöglicht, über diese Hexagonaltore von einem Bewusstseinszustand in den anderen zu switchen. Das heißt, dort in der Traumwelt ist es eben, sind wir nicht mehr in Raum und Zeit gebunden, wir erleben das völlig anders und das hängt damit zusammen. Es ist in den Parallelwelten der Raumzeit eben genau dasselbe, wenn man von Dimensionstoren spricht, von Stargate und so weiter. Dieser Herr, Rick Strassman, hat es sich genau angeguckt, ein Arzt aus Amerika, der hat einen Staatsauftrag bekommen, das ganze Phänomen mal zu untersuchen mit diesem Dimethyltryptamin, hat ein Buch geschrieben, The Spirit Molecule, er hat Probanden genommen von allen möglichen Glaubens- und Weltanschauungsbereichen und hat immer wieder festgestellt, es gibt eine spirituelle Erkenntnis, die damit einherzieht und hat dann da deswegen das Molekül, das DMT, das Spiritual Molecule genannt. Das wurde dann auch in dem Film Avatar quasi verfilmt, dieses Phänomen von dem Ayahuasca. Da gibt es nämlich die Hauptpflanze, oder den Mutterbaum des Planeten Ewa, was eine Anspielung auf Ayahuasca ist. Und da sind ganz, ganz viele Details, auch das illuminierende, fluoreszierende Lichtempfinden bei Nacht oder auch die Vernetzung von den Haaren zur Pflanzenwelt, zur Tierwelt. Die Haare sind unsere Antennen, die alle Naturvölker haben lange Haare, die Frauen haben da besondere Affinität zu. Das sind die Antennen für die feinstofflichen Energien, die da angezogen werden. Deswegen ist es beim Rind genauso wichtig, dass die Haare, also die Horn, die nichts anderes als Haare sind, als Antennen für die feinstoffliche Welt dienen und nicht umsonst werden die immer abgesägt. Ne? Ja, in dem Zuge bin ich auch auf diesen Herrn gestoßen, beziehungsweise auf die Thematik der Quasikristalle. Die Quasikristalle, das ist eine Disziplin, die es seit 30 Jahren ungefähr gibt, das ist aus der Nanotechnologie. Da wurde in Metallkunde sozusagen festgestellt, dass es verschiedene Gitter gibt, die das zusammenhalten. Es gibt das kristalline Gitter, das ist eine Kristallstruktur, die das Form gibt, und es gibt ein amorphes
Gitter, was keine Struktur hat. Und da hat man festgestellt, es gibt noch eine dritte Variante, nämlich solche Formen, die weder kristallin sind noch amorph, und hat die dann als quasi kristallin bezeichnet und dann ja, für die Materialforschung vor allem wird da viel gemacht. In Stuttgart und Tübingen wurde das, die Hauptforschung betrieben. Und im Jahr 2011 hat der Herr, das ist ein israelischer Wissenschaftler, dafür den Chemie-Nobelpreis bekommen. Das Phänomen ist dadurch auch interessant, dass eben solche quasi-kristallinen Strukturen, das sind hier die fünf Grundmuster solcher quasi-kristallinen Strukturen, aus denen sozusagen wie Puzzleteile ein Mosaik aufgebaut wird. Da haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt, dass an Moscheen im Iran, Afghanistan, Tadschikistan genau diese fünf Grundstrukturen die formgebende Basis für die Ornamentik sind. Und deshalb haben die dann auch bildlich nachgewiesen. Und da machen sich dann natürlich Fragen auf, wie ist das möglich, dass Dinge aus der Nanowissenschaft vor 500 Jahren von den Gelehrten gewusst und umgesetzt wurden. Wie kann das zusammenpassen? Und ja, meine Erklärung dazu ist eigentlich, dass, dass da quasi durch die Zunahme von psychoaktiven Substanzen, das DMT, hat man eben einen Zugang zur Materie, zu den Grundstrukturen. Das heißt, man erkennt dort die heiligen Formen, die heilige Geometrie und weiß genau, wie die Materie aufgebaut ist. Und das Wissen wird immer runterkopiert und dann angewendet. Das haben die halt früher gewusst, umgesetzt, und heute kann man das halt eben wissenschaftlich nachvollziehen. Ein anderes Phänomen, was mich auch immer fasziniert hatte, waren die fliegenden Teppiche aus Tausend und einer Nacht. Das ist im Endeffekt das Pendant zu dem Hexenwesen aus unserem Kulturkreis. Das hängt immer mit, ja, im Endeffekt bei den Hexenwesen ist es die Flugsalbe zum Beispiel, die dann noch draufgeschrieben wird, und der Hexenbesen, der auch sexuell stimulierend wird bei dem ganzen Prozess, dass eben der Körper sich von der Seele löst oder umgekehrt die Seele von dem Körper, und das ist eine außerkörperliche Erfahrung, das ist eine Out-of-Body-Experience. Nicht, also genau dasselbe passiert bei dem fliegenden Teppich, und das hängt dann mit den Mustern zusammen, mit den Formationen. Und wenn wir da genau hingucken, sehen wir, dass diese Struktur auf diesem Teppich genau wieder auch vorkommt, das Hexagonale. Und zwar sogar in fraktaler Form, dass es die Dimensionen durchzieht. Das heißt, auf solch einem Teppich zu meditieren, vielleicht gäbe es auch eine spezielle Meditations- oder eine ganze Ausbildung dazu, dort ist anscheinend eine außerkörperliche Erfahrung unheimlich einfach oder vorteilhaft, und deswegen sind das potenzielle fliegende Teppiche. Also wir haben zu Hause auch einen gehabt, aber hat nicht ganz geklappt. Auf jeden Fall war das für mich ein gutes Erklärungsmodell, was dann mit diesem Flug eigentlich gemeint ist, dass es tatsächlich die Hexen sich auch bei der Kugelsnacht im Schwarzwald als Seele dort treffen. Wie sich eigentlich die großen Treffen weltweit von Tibet und die ganzen anderen Ebenen stattfinden. Ja. Die Flügel und der Seil von Hummeln und Bienen sind auch so ein sekundäres Muster. Deswegen. Ja, das ist. Ja, stimmt. Das ist genau ein. Genau ein Thema. Das finden wir, diese Hexagonalstruktur, nicht nur da an den Flügel, sondern auch die Wabe an sich ist das perfekte hexagonale Gitter. Dazu habe ich ein Heftchen von meinem Opa bekommen. Mein Opa war Imker in der Lüneburger Heide. Da geht es darum, die Bienen mal genauer anzuschauen. Das Heftchen heißt Der Bienen und seine wahre Aufgabe auf der Erde. Das kann man auf meiner Seite auch downloaden, das Heftchen. Da wird quasi dargestellt, dass die Bienen eine hochentwickelte Rasse sind, wie alle staatenbildenden Tiere, die ganz spezielle Aufgaben hier auf dem Planeten haben und essentiell sind für das Fortleben auch der menschlichen Homo-Rasse.
und dass die an Atlantis schon sehr wichtige Aufgaben hatten und dass jetzt das Bienensterben auch wieder damit zusammenhängt, den Kontrollmechanismen der Menschen. Und diese Hexagonalstruktur ist eigentlich das perfekte Teleportationswarengitter, womit die, wer weiß, was die alles erleben oder umsetzen, vielleicht auf dem Heimatplaneten sind wieder zurück. Dieser Herr Corey Hurter ist mir auch in den Recherchen immer wieder aufgefallen. Der hat nämlich eine Nahtoderfahrung gehabt. Während der Geburt wird in unserem Gehirn oder unser gesamter Körper mit DMT überschüttet und während des Todes genauso. Das heißt, wir sind während unseres Eintrittes und unseres Austrittes aus dieser Ebene, dieser materiellen Welt, ständig oder direkt in unserer Traumwelt existent. Das heißt, die Traumwelt existiert vor und nach unserer Inkarnation. Und dieser Herr hat einen Autounfall, 5 Jahre im Koma und hat bei seinem Erwachen nach 5 Jahren Sachen erzählt, von denen habe ich so noch nie gehört. Immer, also aus allen Themen, in denen ich mich beschäftigt habe, hat er immer noch einen draufgesetzt. Und er hat gemeint, er hat das alles erlebt, während er im Koma war. Er hatte Zugang zu allem Wissen. Also, danke für die Einladung. Ja, gerne. Mach's gut. Und wir deine Verbindung. Danke. Danke. Und als man ihn gefragt hat, woher hast du eigentlich dieses Wissen? Er hat zu allen Ebenen, zu allen Details, ich habe 5 Stunden Videos angeguckt am Stück, weil das einfach so faszinierend war. Die sind jetzt alle wieder offline. Da hat er gemeint, ich hatte Zugang zu allen Ebenen, die es gibt. Das Wissen war mir zugänglich, ich habe es immer noch. Und die Ärzte haben gemeint, also der Mann hatte 5 Jahre lang einen unkontrollierten DMT-Ausschuss aus seiner Zirbeldrüse. Und er hat dann später Ayahuasca getrunken, dieses südamerikanische Zeremonialgetränk, und hat gemeint, das wäre genau der Zustand, in dem er sich befunden hat, wo er diese Erkenntnisse hatte. Er hat aus seinem gesamten Wissen dieses Schaubild gemacht, auch wieder hexagonal, und hat da eben alles so ähnlich wie die Bilder hier, das gesamte Wissen in geometrische Struktur gebracht. Sacred G nennt er das, hat dann das Ganze vermarktet. Ey. Da gibt es einen Künstler namens Alex Gray, der hat Bildbände rausgebracht, die er nach dem Erlebnis seines Ayahuasca-Erfahrung eben zu Bild gebracht hat. Und die zeigen dann eben eindrücklich die verschiedensten Ebenen unserer inneren Welten, der verschiedenen Ebenen des Daseins. Das ist ein schöner Film. So ein schöner Film. Ja, Dinge, die auf unser Bewusstsein und unseren Hormonhaushalt auch stark einwirken, sind äußere Einflüsse. Elektrosmog brauche ich nicht erklären, ist eben klar. In der Natur gibt es auch durch Erdverwerfungen oder Wasseradern oder unharmonischen Feldern Situationen, wo dann quasi Bäume, dass dann Krebs wächst oder auch die in einer Spiraldrehung wachsen, weil die eben nicht von dem Ort weg können und die müssen sich den energetischen Verhältnissen anpassen. Und da kann man auch ganz schön erkennen, wie es in der Natur eigentlich aufgebaut ist. Dann gibt es die Chemtrails, ein Phänomen, das heute schon angesprochen wurde. Da wird massiv seit über 10 Jahren Chemie über alle NATO-Staaten ausgesprüht. Warum ist die gute Frage? Es ist wahrscheinlich vielschichtig. Dass es so ist, ist, glaube ich, klar. Da gab es 2008 eine Aufnahme mit einem Teleglas-Chromatograph, wo quasi anhand der Farbgebung die einzelnen chemischen Elemente herausgefunden wurden. Da waren es dann eben hauptsächlich Schwermetalle. Was soll das? Ich gehe davon aus, dass da eben
einmal die Sonneneinstrahlung mit den Sonnenphotonen beeinflusst wird, dass da entweder mehr oder weniger ankommt. Das Ganze rieselt natürlich auch runter im Nanopartikelbereich oder auch größeren Partikeln. Das atmen wir ein, das beeinflusst die ganze Vegetation und wie das genau, was da tatsächlich mit bezweckt wird, das wissen diejenigen, die das ausschütten. Als ich im Iran war, gab es da eben überhaupt kein Chemtrail. Also dieses Phänomen. Das sind aber nicht in Renate Staaten. Das ist leider mehr geworden. Ja. Ja. Jeder, der da im Einfluss steht. Auf jeden Fall Dinge, die weltweit Ausmaße haben und genauso, also dieses Chemtrail-Phänomen ist auch von im Wetter heute schon einmal erwähnt worden, oder es gibt auch die Grünen, die junge Grünen-Partei, die da zu Stellung genommen hat. Genauso ein großer Einfluss sind die Hochfrequentanlagen, die HARP-Anlagen, die weltweit aufgestellt sind, die quasi Strahlungen in die Ionosphäre abgeben, die dort gebrochen werden und ganz gezielt auf uns einwirken. Es gibt schon 10 Stück in Deutschland. Was? Ja, viel mehr. Ja. Aber das Entscheidende ist quasi, dass es kann auch als Waffe genutzt werden. Auch die Wetterbeeinflussung, so, oder? Auch die Wetterbeeinflussung, auch die ganze Erdbebenwaffe, ne? Ja, aber auch als emotionale Waffe, quasi, dass ganz Deutschland in Depression fällt und Schlafzustand. Oder verregnet wird. Oder verregnet wird. Wie auch immer. Die Erdbeben, die eigentlich damit erzeugt werden, haben immer eine markante Tiefe von 10 Kilometern. Da kann man feststellen, in bestimmten Bereichen, die Erdbeben gefährdet sind, kann ein Erdbeben nicht in 10 Kilometern stattfinden. In manchen kann es, aber das ist nur so ein Hinweis, okay, da könnte was falsch liegen. Also Haiti war beispielsweise so ein Erdbeben, das künstlich verursacht wurde. In China gibt es ständig China hin und her geschossen mit Tornados hier, Wetter, Einflüsse da, der Tsunami in Japan war solch eine Aktion. Und als ich im Iran war 2010, da hat der Umweltminister eine Schrift rausgebracht, dass der Iran jetzt auch eine Hauptanlage hat, weil in der Zeit war es befürchtet, dass Teheran mit den Amerikanern angegriffen wird, mit solch einer Waffe. Und Teheran, da gibt es Nuklearanlagen, das ist so ein Erdbebengebiet, das ist das Zentrum des Landes, wo es da Erdbeben gibt, dann gute Nacht sozusagen. Und da wurde dann quasi offiziell bekannt gegeben, ja, wir haben jetzt auch solch eine und können uns wehren, aber es ist offiziell zur Wetterbeeinflussung. Solche Phänomene gibt es dann dabei. Ja, das ist ein quasi Spektrum von, also wenn viel Energie irgendwo reinkommt. Oder auch solche. Ja, gerade schon mal zurückmachen, weißt du? Solche Einschusslöcher. Das ist eine Silphe. Eine Silphe, die praktisch eine schlechte Wolkendecke da energetisch säubert. Kann man sehr schön sehen. Oder auch hier diese Wellenformation, da sieht man genau, in welcher Frequenz das ist. Ja, das ist ganz klar vom Haupt. Ja, rechts. Dass da quasi genau in der Frequenz die Wolken dann sich da nachbilden. Das ist quasi. Und in dem oberen Bild sieht man es, also wenn praktisch wenig Wolken da sind, dann kann man die Wellen nicht erkennen, dann sieht man das so als diese Farbpunkte, diese Regenbogenartigen. Manchmal sogar als Kreis. Ja, das ist ein Phänomen, was ganz oft vor einem großen Erdbeben, die künstlich erzeugt wurden, auch China wird. Also das gibt es ja bestimmte Anhaltspunkte. Muss nicht immer so sein. Ja, helfen kann man sich mit Orgoniten beispielsweise. Orgon ist nach Wilhelm Reich eine Energieform, die wir auch als Ätherenergie oder als fünftes Element oder was Einstein mit einbezogen hat, auch Prana, Lebensenergie, Ort. Das ist im Endeffekt diese Kraft, die Wilhelm Reich, der Psychologe war, neben Freud, der führende Psychologe, Sexualpsychologe, der die Libido quasi, die Sexualkraft als eigene Form der Energie mit in seine Systeme eingebaut hat. Und da wird quasi die Orgonenergie aus dem Raum genommen und durch verschiedene Metallschichtungen speziell in einem harmonischen Feld wieder ausgegeben. Er hat mit solchen Akkumulatoren, mit Kupferrohren,
hat er diese Augenenergie gerichtet und hat damit enorme phänomenale Ergebnisse erzielt, dass er beispielsweise Wolken erzeugt hat und dann in Amerika ganze Landstriche, die vertrocknet waren, wieder begrünt hat und das auch offiziell alles anerkannt, dokumentiert und ist dann so wie alle wichtigen Menschen eben von der Bildfläche verschwunden. Dann hat Sigmund Freud bevorzugt mit seinen Theorien. Heutzutage gibt es immer noch das Desert Greening Projekt. In Algerien, da wurde auch mit dieser Technologie eben ganze Wüsten eben zu Gemüsefeldern umgebaut. Das ist seit 2001 wurde es gemacht, das kann man wunderbar nachvollziehen. Ja, letztendlich, die Sonne wird eine große Rolle spielen und spielte schon immer eine große Rolle. Die Sonnenkulte, die Religion, die auf die Sonne als Gottheit Bezug nehmen. Der Photonenauswurf der Sonne ist maßgeblich für unseren Bewusstseinszustand verantwortlich, auch die elektromagnetischen Auswürfe. Da wird auch sehr stark unser DNA-Bildpotenzial ausgebaut oder beeinflusst und auch unsere Gehirnaktivität. Das heißt, unsere eigentlichen Fähigkeiten, die reduziert wurden, künstlich zum Großteil, um uns in das Spielfeld Materie reinzuschmeißen, die lassen sich durch die Sonne ganz automatisch wieder in ein höheres Potenzial führen. Da müssen wir teilweise gar nichts für tun. Die Auswirkungen sind dann wieder individuell, ob man sich dabei auch wieder vielleicht schlecht fühlt oder gut fühlt, das ist dann ganz individuell abzusehen, aber im Endeffekt wird das unaufhaltbar sein, egal wie viel Chemie man versprüht oder uns sonst manipuliert. Der Mensch ist ein geistiges Wesen, eine Bewusstheit, die quasi sich für bestimmte Entwicklungsprozesse sich reduziert hat, um hier Erfahrungen zu sammeln und daraus zu erwachsen. Und es gibt Zyklen, es gibt Zeitzyklen, es gibt Entwicklungszyklen, die sind festgesetzt von höheren Rängen, von höheren Hierarchien. Und wir sind eben in solch einem Zykluswechsel, der nicht aufhaltbar ist. Und deswegen kann man da sehr entspannt in die Zukunft schauen und das am besten aktiv mit gestalten. Es gibt nichts, was einen hemmt. Das, was einem noch auffällt, darf man überwinden. Und dann wird sich da ein Bild, eine Welt eröffnen, von der viele träumen und von der viele sich selber nicht trauen, bis sich selber zuzugestehen, dass es möglich ist. Ja, in diesem Sinne, ich bin etwas kürzer gefasst, war ein wunderschöner Tag, auch wenn es recht anstrengend war. Aber ich glaube, für den Start war das eine ganz gute Sache. Ich habe mich gefreut, dass da diese Gemeinschaft da hier sich gefunden hat und dass da noch vieles nachwirken wird, weiterwirken wird. Und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen. Dankeschön.